Hallo, begrüße aus dem Volksgarten hier in Wien. In 5 Tagen sind Europawahlen und ich wollte noch einmal unsere Liebeserklärung an Europa detaillieren. Wir lieben Europa, haben wir NEOS gesagt. Wir meinen es auch so. Wir wollen Beziehungsarbeit leisten. Es ist nicht alles gut, wie es läuft in der Europäischen Union. Und deswegen müssen wir es besser machen. Wir NEOS wollen eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Wir wollen die Asylpolitik gemeinsam koordinieren. Wir wollen ja nicht aus dem Mittelmeer ein Massengrab machen und sagen, das ist ein Problem der Italiener vor Lampedusa. Das ist beklemmend für mich. Das ist eine Schande für die Europäische Union, dass wir hier keine besseren Lösungen haben. Wir wollen eine koordinierte Wirtschaftspolitik, damit wir auch entschlossen der Jugendarbeitslosigkeit was entgegensetzen können. Wir wollen natürlich auch, wenn wir sagen, Erasmus für alle jetzt plakatieren, ein Europa der nächsten Generation. Wir wollen, dass die Lehrlinge rausgehen, viel stärker als jetzt. Die Schüler, Schülerinnen, die Studenten, Studentinnen. Wir wollen die Institutionen reformieren bei Europa, weil Europa muss sich gut organisieren. Weil eines ist klar, wenn Europa sich nicht organisiert, und das ist so mein Bild, wenn meine Kinder so groß sind, so, sagen wir, so alt sind wie ich, vielleicht werden sie größer, so alt sind wie ich, und die großen 8 Nationen dieses Planeten treffen sich für den informellen Austausch und um die Geschicke auf diesem Planeten zu verhandeln, dann wird entweder Europa in einer integrierten Form dabei sitzen, Europäische Union oder wie immer es heißt, oder Europa wird nicht dabei sitzen, wenn wir uns auf die nationale Nussschale zurückziehen. Das heißt aber, wenn wir nicht dabei sitzen, dass natürlich über uns entschieden wird, dass wir unsere Interessen nicht wahren können, dass wir Spielball sind von großen anderen Mächten. Es gibt Wertefragen auf dem Planeten und da sollten wir uns dazu melden. Also wenn du ins Flugzeug sitzt, 4 Stunden fliegst, steigst du in einem Land aus, wo Frauen nicht einmal Auto fahren dürfen. Und wenn du eine Stunde weiter fliegst, landest in einer Region, wo sie 14-jährigen Mädchen ins Gesicht schießen, weil sie in die Schule gehen wollen. Das sind Wertefragen und für solche Fragen werden wir unsere Position einbringen müssen. Wenn wir uns nicht definieren, dann werden wir definiert von anderen. Ich habe Europa begriffen, für mich als Herzensangelegenheit 1994. Ich war auf Sprachkurs in Frankreich, in der Normandie. Und das war das Gedenken damals an 50 Jahre D-Day. Invasion der Normandie durch die Alliierten. Der Auftakt zur Befreiung des Kontinents von den Nazis. Wir damals waren wir 20 Nationen und das war faszinierend für mich. Wir haben gefeiert. Wir haben Köpfe gehabt vom Feiern. An just jenem Ort, wo unsere Großväter sich die Köpfe eingeschlagen hatten, ein halbes Jahrhundert vorher. Und auch deswegen ist Europa für mich mehr als wie nur irgendetwas in Brüssel. Das ist meine Heimat. Wir lieben Europa, wir leben Europa und wir sind in Europa daheim. Wir sehen uns am Sonntag, hoffentlich.